Oder bestimmt beeinflussen. Okay, dann schalten wir das System aus. Ist ja was aus. Ja, sehr schön. Wahre Captain dieses Schiffs. Macht euch bereit für den Untergang. Macht euch bereit für deinen Untergang. Gute Frage, fordert ihr die Imperatoren heraus? Da auch bei ihnen Sturmtruppler. Na komm, stopp, da. Haltet auf! So, zack. Na, ich bin doch nicht der echte Captain. Ich bin eine Fälschung. Ein Dupe. Ah, ja. Eine kleine List. Wenn ihr euch nur sehen könntet, sind voll drauf reingefallen. Ich bin der echte Captain. Kommt in den Hangar, damit ich euch selbst erledigen kann. Sehr gerne. Das wird ein Spaziergang. Der echte Captain. Ihr werdet dieses Schiff niemals einnehmen. Ah, ja. Bereitet euch auf eure Vernichtung vor. Ich hoffe, danach gehört uns auch wirklich die. Der Zerstörer. Nicht übel. Wir mussten viel dafür tun. Wir mussten ihn uns erkämpfen. Das wäre aber ein angemessener Aufwand für einen Sternzerstörer. Das war ein Schiff. Dann das Ding hier. Kriegen wir das denn kaputt? Haben wir hier irgendwo eine Kanone? Tja. Daneben. Das bringt nichts. Können wir jetzt Sachen werfen? Das ist natürlich schlecht, wenn wir währenddessen abgeschossen werden. Eben konnten wir das doch schon mal. Können wir die übereinander stellen und damit hochklettern. Den Versuch wert. Und wir werfen das Ding hier hin.
man. Ey, 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 hau das nicht um. Okay, so geht das wohl nicht. Ja, die dunkle Seite hat mich das gelegt. Okay, die müssen wir also doch werfen. Hä? Ich weiß nicht. Das war ein Treffer, na toll. Sind immer noch eine Stunde beschäftigt. Warum fragst du nicht nach Ray? Die würde sicher lieb gern helfen. Achtung, feindliche Kräfte. Wir bitten euch, das Schiff wieder zu verlassen. Und ein anderes Schiff zu übernehmen. Vielen Dank im Voraus. Das ist ja schlecht. Oh, das war ein Treffer. Bitte macht's. Nö, den nicht. Nicht nehmen. Der Macht bewegen. Bio, geh mal weg hier. Die Macht ist das Geheimnis. Gut, das ist natürlich das Problem, wenn wir jetzt hier eine Bombe zerstört haben. Die aktuelle Übernahme durch den Feind befreit mich vom regulären Dienst. Sehr gut. Verdammt! Das hätte das werden können. Die Hälfte haben wir schon. Aua. Bombenbehälter. Während unserer derzeitigen Übernahme ist können wir andere Sachen noch werfen. Und das Weinen auf das Nötigste zu beschränken. Oh, hier, wie wär's damit? Das finde ich schlecht. Das ist auch eine Taktik. Jetzt kannst du viel schneller. Ich bin nicht der echte Captain. Eine kleine List. Ich bin doch der echte Captain. Ihr habt gewonnen. Mit das große Kampf, das Kampfschiff. Jetzt kaufen, kannst du auch später von dem. Oh. Okay, 3 Millionen. Na toll. Die aktuelle Übernahme durch den Feind befreit. Ich kann es wohl leider nicht übernehmen. Das ist schade. Wir können es später machen. Wir haben es jetzt theoretisch in unserem Arsenal. Eine Tempelinsel. Das ist 8 hoch. Exigol wollte ich. Müssen wir jetzt mal sparen drauf. Exo. Sif-Zitadelle. Da sehe ich schon einen blauen Stein, an den müssen wir jetzt erstmal rankommen.
Hier konnten wir ja noch gar nicht gehen. Als erstes. Als erstes müssen wir mal einen anderen Charakter aussuchen. So spannend es wäre, hier mit der Sifway rumzuspielen. Hätte ich mal Bock, mit Anakin zu spielen. Ja, hier Anakin. Oh, mit blauem Lichtschwert. Auf Exegol. Ich finde, Druiden macht Sinn, dass wir einen mit haben, aber können wir einen dunklen Druiden haben wir noch nicht. Nee, schade. Den kriegen wir hier noch von der dunklen Seite mit rein. Bösewichten. Ein Sith Trooper. Ah, die Imperial Garde haben wir dann noch nicht. Dann nehmen wir erstmal noch einen roten Truppler mit. Wir konnten erstmal so die Ebenen. Nächste Bull. Was haben wir denn hier? Okay, explodiert nicht. Gibt ein paar Stats hier. Wir haben im letzten Stream einiges an Geld ausgegeben für die neuen, für die Charaktere, die wir gekauft haben. Deswegen sind wir so pleite. Wir hätten eigentlich mal für den Steiner Multiplikator, aber was soll's. So lange spielen wir das Spiel hier nicht mehr, dass das sich da noch lohnen würde, Steine Multiplikatoren zu kaufen. Was ist das eigentlich, wo wir hier gerade drauf laufen? Ist das ein kaputter Sternenzerstörer oder was haben wir hier? Was soll das darstellen? Kaputte Teile eines Luzerner Sternenzerstörers. Oh, hier gibt es ein Schiff. Mission abgeschlossen, das Vergütung im Wrack. Okay, das ist ein Wrack. Made Present. Okay. Die große Preisfrage ist, wie kommen wir jetzt darüber? Ich würde gern da auf der zu dem blauen Stein. Offensichtlich nicht. Vielleicht gibt es hier irgendwo an der Seite noch einen Aufgang. Ansonsten müssen wir da mal Parcours machen. Oha. Ich wollte gerade sagen, hier ist eine unsichtbare Mauer, aber die ist doch sehr sichtbar. Dann versuchen wir mal da hochzukommen. Und das da sammeln. Sag mal, sind die. Wenn die irgendwie wieder. Die hatten wir doch schon zerstört, oder nicht? Wie spawnen die? Oh.
Verzeihung. Der Genoss hat genossen. War da nicht Sachen zu bauen? Seltsam. Von hier aus vielleicht. Irgendwie nicht. Ich kann auch von innen hier irgendwie hoch. Wir haben das Level oder was? Seid mit mir. Das Level. Okay, im Film gab es hier einen Fahrstuhl, der hier unter der Pyramide reinfuhr und das. Ah, hier, der hier vielleicht. Oh, sehr schön. Ist ja fantastisch. Jetzt geht's in den Ziff-Tempel rein. Das haben wir nicht geschafft. Informationen. Kriseneinsatz, echt extra. Es soll mit der Produktion unserer Flotte von Sternzerstörern begonnen werden. Nah unten an der Oberfläche des Planeten, damit sie in vielen, vielen Jahren schön eindrucksvoll emporsteigen mögen. Ah ja. Oh nein, jetzt kommen wir nicht mehr nach oben. Die Platte doch nach oben fährt. Ausgang versperrt. Den haben wir hier. Stutzania Kligma Usa. Die Statuen da drüben sehen erkletterbar aus. Das, man muss einen sehr guten Kletterstil haben, um es bis ganz nach oben zu schaffen. Aber wenn man erfolgreich hat, schafft man es. Oh, hallo, Modi. Lies sie gerade den Ziff-Text vor. Großartige Spiele und dann Just Die Already. Keine 100% schwach. Nee, ich werde mir leider, ich werde leider keiner. Ist schon welchen Jahr, dass das geschrieben ist, wahrscheinlich. Nee, ich werde es nicht zu 100% spielen, das ist das. Sag ich einmal bei Leben Herr der Ringe versucht, aber ja. Den Mist tue ich mir nicht mehr an. Nennt mich schwach und blöd, aber. Das muss ich nicht haben. Aber wir erkunden jetzt Exegol und dann gucken wir noch auf andere Planeten hin und dann. Ja. Ich denke, wir finden hier heute ein halbwegs. Ein ziemlich gutes Ende der. Des Let's Plays. Schauen, wo es uns heute noch hintreibt, nach Exegol. Oder mal nach Endor oder so, wo wir dann mal so was wir so finden. Was noch so für nice Orte gibt. In schlechten Händen. Das Anakin noch gut. Und noch für Anakin. Die richtigen Hände. Thank you.
Okay, jetzt noch weitere Informationstafeln. Nur mit Kriseneinsatz, nur mit Einladung. Wenn die dem Imperator und dem Sith treu ergeben sind, möchten in die unbekannte Region reisen. Ihre Details zur Sith-Fete bei Ankunft. Kleiderordnung, dunkle Robe. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Liegt das uns hier irgendwie weiter, wo wir das... Ja, das muss scheinbar hier oben irgendwie hin. Tja. Das muss genau anders. Oh, oder hier hin. Okay, da brauchen wir einen. Um da hochzuklettern, braucht man eine Schwarzsammlerin. Kula Ruhanda Wik Aska Tuta Matuaja Jiata Liskata Zuska Liaska. Welche grausame Verwüstung ist an meinen Statuen angerichtet worden? Es ist mein einziges Ziel, diese schönen Obelisken zu erhalten. Die Schlacht dort oben hat mir viel zusätzliche Arbeit bereitet und Furz, damit ich mich da reinigen und fortfahren kann. Dann müssen wir mal den roten Sturmtruppler aus wechseln. Dann brauchen wir eine Schrottsammlerin oder einen Schrottsammler. Wie haben wir den bei den Schrottsammlern? Das Menü bedienen ist immer noch ein bisschen schwierig. Schrottsammler. Finde ich schade, dass wir die Java noch nicht freigeschaltet haben. Werden wir wohl auch nicht. Ja, der ich mal entwickelt. Er hat hier einen Netzwerfer. Sehr schön. Die Sache hier wieder drüben. Vorsichtig. So, wie soll das jetzt funktionieren? Da haben wir noch eine andere Platte. Ah, wir haben hier noch eine andere Platte. Haben wir vorhin schon gesehen. Da mal einen blauen Stein. Statuen besichtigen. Wo bin ich? Zum Glück wird sich kein Fallschaden in den Spielen. Sammeln. Oha. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir diesen was der Imperator hatte, wo er sich selbst mit regeneriert hat.
Verlust darunter entstehen lassen. Und vielleicht Snoke hat sich auch dagegen. Der Himmel ist nur Snoke hat sich auch dagegen. Das ist ja auch verwirrend, weil die beiden beide fast identische Köpfe. Ach, komm schon. Wie soll man die Köpfe dann unterscheiden? Willst mich verarschen. Das mal hinbekommen haben. Das ist richtig. Ach komm. Das wird ja brutal. Ich glaube, wir müssen. Es dreht sich noch dreimal weiter, oder wie? Das heißt, wir müssen. Ah, da bleibt es stehen. Hä? Es bleibt stehen, sobald wir drauf drücken, oder was? Verdammt! Okay, jetzt haben wir es raus. Und das Unterteil. Gestellt. Der Widerstand muss vernichtet werden. Der bastelt's nur. Bevor er Skywalker erreicht. Skywalker ist hier. Oh, Snoke. Da haben wir freigeschaltet. Fantastisch. Erlebe meine Macht. Müssen wir natürlich noch kaufen. Hunderttausend, oh weia. Das haben wir natürlich nicht. Aber fast. Das haben wir doch gleich. Gibt's coole Waffen? Der Widerstand muss vernichtet werden, bevor er Skywalker erreicht. Anakin Skywalker ist hier. Gut hoffen. Na komm. Den kaufen wir uns. Noch ein paar Stats sammeln und nochmal zurück. Zum Kauf. Meine können wir auch jederzeit im Münden kaufen, deswegen. Oh, eine rote Gong-Druide. Gong-Kartine große Pläne haben, sich Ritter von Ren anzuschließen, aber Bewerbung abgelehnt, weil zu viel Gong und zu wenig Schrank sein. Oder zu ähnlich Gong-Kartine nicht. Ganz verstehen, aber nicht machen, nichts machen. Gonkatine nicht in eine bestehende Bande eintreten können, macht Gonkatine sich eigene. Trommelwirbel, Ritter von Gonk. Aber nicht viel Bande mit nur einem Mitglied brauchen hilfreiche Lakaien, um mehr einzuwerben. Okay, ein Auftrag. Sehr schön, ein Gonk-Auftrag. Lakai suchen drei fiese, bösartige Gonks. Eine ganze Galaxis und rekrutieren für glorreiche Ritter von Gong.
sehen, wo bösen Gonk, dem böse Gonk Dinge tun. Schickt zu Gonkatina. Ah ja, die Ritter von Gonk. Fantastisch. So kleine Nebenquests finde ich großartig. Finde böse Gongs für die Ritter von Gonk.